Hi Leute, heute spielen wir Little Hope zusammen mit der lieben Ikochi, was man ja auch hier ganz doll gut sieht so. Ja Leute, wir haben Little Hope schon mal gespielt, ne, an der Playstation, wisst ihr noch, im Stream. Und da haben wir das Solo gespielt und jetzt spielen wir das im Koop und ich bin gespannt, ob es irgendwas Neues gibt, wenn wir im Koop spielen, ne? Ich würde sagen, lass ganz viel Liebe bei der Ikochi da und ja, wir fangen dann einfach an, ne? Kasablub. Kasablub, blub. Blub, blub. Blub, blub, blub. Blub, 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 blub. Ja, also meinetwegen können wir loslegen. Okay, neue Story. Neuer Platz. Möchtest du Tanya oder Anthony? Tanya. Ich nehme Tanya. Okay. Bin bereit. Ich auch. Wartet's jetzt? Ah. Sehr gut. Mit Countdown, ja moin. Ist doch geil. Du kennst das Spiel noch gar nicht, ne? Nee, ich habe auch nie was dazu gesehen, weil... Ja, kein Spoiler. Gut. Um mit dem Controller zu spielen, drücken Sie A und mit Point, dann Klicksteuerung und eine Maus. Ich werde bestimmt wieder voll verkacken, ja. Ey. Ja. Aber das tue ich auch. Aber am Controller war ich echt gut damals. Ja, damals. Diese Lache schon wieder. Ne? Ja. Oh Gott. Entschuldigung. Alles wird gut. Ja, sehe ich auch so. Ja, 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 ja. So. Little Hope. Okay. Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, ich habe übelst einen Schleim im Hals. Schleim. Ja. Okay, wer ist er? Er ist ein Dreh. Was liest er da? The Wild? Oh, ich konnte es nicht lesen. The Wild Magic. Eine Straße. Ja. Ach, er ist Busfahrer. Okay. Ja, hätte ich denken können, wenn er einen Bus fährt. Ja, das ist normalerweise ist das so. Nee. Geiler Nebel, geiles Wetter da. Ja, ne? Neidisch. Es ist so richtig, absolut sexy. Du findest heute alles sexy. Heute finde ich wirklich alles sexy. Sogar eine Brezel. Eine Brezel ist auch sexy. So richtig schön mit Butter und so. Oh. Mhm. Danke fürs Anhalten. Klar. Was ist los? Da vorne ist was passiert. Ein großer Unfall. Wir mussten die Straße sperren. Ah, klar. Wir leiten den Verkehr durch Little Hope um. Wie geht's, Kumpel? Sie wirken etwas verwirrt. Alles gut. Ich will nur diese Leute heil nach Hause bringen. Ein kurzer Umweg wird sie wohl nicht groß stören. Wetten, da sitzt keiner drin? Fahren Sie ostwärts. Geht direkt durch Little Hope. Das dauert so auch nicht viel länger. Irgendwie sitzt da bestimmt keiner drin. So wie der reingeguckt hat. Weißt du nicht mal 10 Minuten in-game und nicht direkt so, ah ja, das ist so. Alter! Nee, aber eben hat man die Leute drin gesehen und jetzt gar nicht mehr. Mm. Oh, hello, Darkness. Diese Medaille ist doch jetzt wirklich blank genug.
Wie lange bist du nüchtern? Das genau 3 Monate. Respekt. Die ersten 90 okay, Tage sind ja am schlimmsten. Hab ich gehört. Das ist vielleicht komisch, aber die Medaille hilft mir dabei, durchzuhalten. Das ist der falsche Weg. Nicht schlimm, nur ein kleiner Umweg. Das ist schlimm. Beruhig dich, alles wird gut. Oh, bitte, John, nicht in diesem Ton, ja? Etwas leiser, bitte. Oh boy. Ja, moin. Ich bin immer noch überzeugt, dass da keiner ist. War das ein Gem oder war das ein Rülpser? Das war mein Rülpser. Okay. Hör auf, James. Okay. Du weißt doch, wie ich es hasse, wenn du mich nicht ernst nimmst. Komm schon, Schatz, das tue ich. Ich hasse kleine Kinder in Horrorspielen. Ich auch. Wundert es dich, dass sie wieder streiten? Mich nicht. Betrunken. Wie überraschend. Ich hab nur mit den Jungs das Spiel angeschaut, sonst nichts. Ach, sonst nichts? Von wegen? Man munkelt, es könnten Jobs gestrichen werden. Die Fabrik. Das sagst du schon seit Jahren. Ich sorge mich mehr um Megan. Was ist mit Megan? Sieht doch okay aus. Klar, nach 10 Bier wirkt alles okay. Reverend Carson hat sie heute wieder gebremst. Ist die 4. Woche. Da stimmt was nicht. Es ist ernst, James. Du machst dir zu viele Sorgen um sie. Da habe ich jetzt keinen Nerv für. Ganz was Neues. Du hast für nichts den Nerv. Wann wäre es denn recht? Du machst aus einer Mücke einen Elefanten. Was soll denn das jetzt schon wieder? Um nichts? Allein unsere Familie zusammenhalten Familie. Ist ja etwas mehr als nichts. Du könntest mir ruhig helfen. Tja, wenn wir eigene Kinder hätten, wären wir vielleicht glücklicher. Das ist so gemein von dir. Siehst du nicht, wie schwer das für mich ist? Du bist nicht die Einzige, die Probleme hat. Oh. Die Sache mit der Fabrik ist ernst, Anne. Wirklich ernst. Nicht jetzt! Vater des Jahres. Nicht heute. Yes. Bloß nicht. Am besten nie was für dich wahrscheinlich, du Arsch. Ja, ist so. Ah, ich bin Tanja. Oh, ich bin noch gar nichts. Ich hatte viel Spaß. Und die Fahrt war sehr schön. Ich spiele immer gern Taxi. Du bist lustig. Ich? Ich muss echt weg von hier und meiner lieben Familie. Und zwar schnell. Komm schon. So schlimm sind die nicht. Wenn du wüsstest. Sehen uns morgen. Lass mich mal nachsehen, ob ich Zeit habe. Ich bin eine gefragte Frau. Sicher. Ah, ja. Ich komme morgen um 8 vorbei. Ach, sie sieht auch aus, als ob... Oh, gemein. Oha. Die Szene, die ich jetzt habe, die hatte ich tatsächlich in meinem Solo-Durchlauf gar nicht. Oh, das ist nice. Ja, deswegen, ich hatte echt gehofft, dass ich andere Szenen zu sehen bekomme. Ja, hatte ich ja auch in Man of Medan. Ich werde durch das Fenster klettern, wenn die Tür nicht bald repariert wird. Wie ein Hippie sah er nicht aus. Wie läuft's? Lass mich raten. Er ist nüchtern wie immer. Seit Dad nach Hause gekommen ist, streiten sie sich. Bist du meine Schwester? Ja. Sie streiten sich so oft und sagen immer dasselbe. Immer wieder dasselbe. Du denkst doch nur an deinen neuen Freund. Warum rede ich überhaupt mit dir? Oh, wow. Nicht so. Ist doch nichts die Neues. Andere Antwort sie streiten sich schon, seit wir krabbeln konnten.
Du bist gekrabbelt. Ich bin gelaufen. Dennis, zum tausendsten Mal räum endlich mal deinen Krempel auf den Dachboden! Hey, mehr Respekt! Das ist kein Krempel, sondern eine teure Kunstsammlung. Okay, Dennis, dich mag ich nicht. Sie hätte einen tollen Feldwebel abgegeben. Ich mag den nicht. Was ist denn mit dem los? Heute ist er sogar noch nerviger als sonst immer. Was für ein Idiot. Sonst noch was Neues? Oh, den einen kenne ich, also Anthony kenne ich von dem Film. Hey, Dennis. Ja. Ich auch. Hey! Nicht jetzt, Schwesterherz. Immerhin ist er versucht da. Schwesterherz. Oh, oh. Hey! Spinn hier nicht so rum! Mhm. Oh, oh. Megan Hexe? Ich weiß nicht, Megan. Oh, oh mein Gott! Oh. Verdammt! Himmel! Scheiß! Hast du mich erschreckt? Ich mich auch! Ihr habt über mich geredet. Nicht jetzt, Megan. Ich möchte meinen Vollbart genießen. Um diesem Irrenhaus kurz zu entfliehen. Fühle ich, Schwester, fühle ich. Ja, ich auch. Aber die sieht halt echt so aus, als ob sie so eine Hexe wäre. So, eine, so hier Resident Evil. Nicht Silent Hill. Ja. Wetten, die kommt aus Little Hope? Vielleicht redest du mal mit ihnen. Ich will mich da lieber nicht einmischen. Ich werde nur wieder jemanden verärgern. Es klang ernster als die üblichen Streitereien. Sie redeten über Megan. Sie hat was angestellt. Das überrascht mich nicht, weil Megan ist mehr als nur eine Schraube locker. Ich verstehe nicht, warum alle auf ihr rumhacken. Okay, du edelster aller Ritter. Wo ist die Kleine denn überhaupt? Besser wäre es wohl, Megan allein zu lassen. Als ihre große Schwester habe ich die Pflicht, nach ihr zu sehen. Ja, klar. Als hättest du hier das Sagen. Sie ist nach oben. Ich finde sie. Oh boy. Ich versuche so der Nette zu ihr zu sein. Ich will nicht, dass sie mich verflucht. Mhm. Benutze W zum Bewegen. Okay. Weiß nicht. Okay. Ach, Megan. Ich will einen Tee machen, oder was? Halte zum schneller gehen, okay. Ich mach Tee. Oh, ich hab verkackt. Hey, Mom! Hallo? Wo ist dieses Drecksblach? Ja, immerhin ist, was haben wir hier? Wow, Arschloch. Oh, ich mag den Vater nicht. Hier ging's nach oben, oder? Hey, Tanja! Ja. Ey! Bist du hier? Ich wollte gerade was lesen! Wie geht's, Megan? Pech. Weiß ich nicht, ich hab sie nicht gefunden. Seid gefälligst still. Ich versuch zu schlafen. Hä? Das hast du davon. Don Röschen erwacht. Vergiss ihn. Finde Megan. Bin doch schon dabei. Wie will er schlafen, wenn da... Ist ihm egal. Kein Interesse. Ey! Ich hasse dieses Kind. Ich hasse diesen Vater. Nein, ich soll jetzt an allem schuld sein. Das ist unfair. Hey, Megan. Was ist los? Ich höre dich nicht. Hey, mit wem redest du da? Mit jemandem, dem ich nicht scheißegal bin. Okay. Wovon sprichst du? Gucken wir uns ein bisschen um. Junge! Was war das? Weißt du, ich renne hier so im Wohnzimmer lang, Esszimmer, chill meine Base. Was ist das? Eine Rabenfeder.
Tage an will. Ach. Okay. Ach du Scheiße, sie ist nicht sehr... Megan. Max Black. Hey, Megan! Anthony, hallo? Sie scheint keine gute Schülerin zu sein. Sie hat mich ausgesperrt, das dumme Blach. Wo zur Hölle bist du? Okay. Ja, ich bin unterwegs, Schwester. Anthony, wo zum Teufel bist du? Ist Anthony, dann werde ich echt wütend. Anthony, wehe, du antwortest jetzt nicht. Oh oh. Warum bist du so? Ich war du nett hast recht zu dir. Mit meiner Familie. Oh boy. Oh oh. Oh. Ich glaube dir. Tanja, was ist los? Das gehört mich ausgesperrt. Es ist arschkalt. Oh. Oh je. Ich lass dich wieder rein, aber verschone Megan. Moment. Na? Oh boy. Der Vater pennt. Mist! Megan! Wo bist du? Okay, die Deutschen sind wohl sehr emotionsvoll. Ja. Nicht? Die Küche steht in Brand. Ist nicht dein Ernst, oder? Doch. Jo. Megan! Burn it, baby, burn it. Wo zur Hölle seid ihr? Anthony, Hilfe! Hilfe! Anthony! Hey! Hier oben! Was zur Hölle tust du da oben? Ich bin hier oben gefangen! Schnell über den Balkon! Anthony, Hilfe! Ich krieg keine Luft. Alter. Yeah.
Was hast du getan? Mann! Mann! Ja, es ist zu spät! Er hat doch nichts getan! Ach ja, schön. Aber wärst du durchs Fenster gegangen, wärst du wahrscheinlich auch gestorben, oder? Wahrscheinlich, ja. Jetzt hab ich dich mal getötet. Letztes Mal warst du's. Ach, jetzt können wir ja 10 Jahre nicht reden. Genau. Won't you spare me over till another year? Mom! Der Bre, der da eben mit der Axt im Wald war, ist das nicht The Devil in Me oder The Devil Made Me Do It oder so ähnlich? Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Und willkommen. Ich glaube, Hi. Wir kennen uns noch nicht, oder? Und doch, Baby, Mach. Vom letzten Mal. Willkommen in meiner Schatzkammer. Ich bin der Kurator, der Hüter all dieser grandiosen Geschichten. Und für Sie habe ich eine ganz besondere. Ja, was denn für eine Baby? Ich bin gespannt, ob mit ihm irgendwas ist am Ende. Wenn das alles irgendwann mal zu Ende sein sollte. Oder ob er in Season 2 noch dabei ist. Ich denke schon, er ist so halt der Charakter von dieser Reihe. Beunruhigend, nicht? Ja. Es gibt sicher keinen Grund zur Sorge. Diese Geschichte ist noch nicht beendet. Sie ist unvollständig. Und ihre Entscheidungen vollenden sie. Das Feuer? Nein, das hätten sie nicht verhindern können. Was passiert ist, ist passiert. Oder nicht? Nun, blicken wir nach vorn, sag ich. Mach nicht diesen. Leben ist nur ein wandelndes Schattenbild. Sie betreten jetzt eine verwirrende, vielleicht verstörende Welt. Wie verstörend hängt davon ab, was sie selbst glauben wollen. Und wie verwirrend von dem Pfad, den sie wählen. Es gibt unendlich viele Richtungen, die man einschlagen könnte. Oft fehlen uns Informationen, die wir bräuchten. Dennoch müssen wir unseren Weg wählen und hoffen, dass er zur Wahrheit und zum gewünschten Ende führt. Denn sie bestimmen gemeinsam, wie diese Geschichte endet. Was einer tut, hat oft Folgen für den anderen. Also auch wenn sie zu zweit sind, vollenden sie die Geschichte wie ein Einziger. Wenn sie so wollen. Wie im Leben, ihre Entscheidungen zählen. Sie entscheiden, wie die Geschichte endet. Es gibt kein Zurück zum Anfang der Geschichte. Doch von hier an liegt das Ende. In ihrer Hand. Sie haben gesehen, wie es begann. Oh, Scheiße. So viele Tote.
Wie viele noch sterben, hängt von Ihnen ab. Nicht meine Schuld. Von den Entscheidungen, die Sie treffen. Wir werden alle sterben. Wie sind Sie? Rational? Ja. Emotional? Trauen Sie Ihrem Kopf oder dem Herzen? Boah, das ist schwierig. Die Antwort ist nicht leicht. Im Hintergrund. Manchmal ist eins besser und manchmal das andere. Mein bescheidener Ratschlag ist, nur dir selbst allein sei treu. Die waren aber auch schon immer zu sehen, ne? Doch. Bitte? Ich bin hier, um aufzuschreiben, was sie tun. Oh. Nicht, um zu helfen. Ich soll mich nicht einmischen, oh, wissen Sie? Steht mir nicht zu. Was so scheint es. Aber irgendwas steht ja über ihm. Doch ich bin offenbar befugt, weise Worte zu zitieren von großen Autoren aus alter Zeit. Oh. Wenn ich denke, es wäre angebracht. Oh, eine letzte Sache, bevor ich sie gehen lasse. Es gibt Bilder in Little Hope. Finden Sie sie? Zeigen Sie ihnen eine mögliche Zukunft. Ja, eine, die vielleicht oder nicht eintrifft. Mhm. Nutzen Sie sie. Es könnte helfen. Eine Beerdigung steht bevor. Gehen Sie. Viel Spaß. Okay. Yay. Ich mag schöne Beerdigungen. Wer mag sie nicht? Beerdigung, Beste, was du machen kannst. Ja, Party. Ja. Highway to Hell. Oh Gott. Alter. Bitte spiel das auf meiner Niemand Beerdigung. Niemand von den heute hier Anwesenden kennt die Ursache für diesen tragischen Unfall. Macht er es ja, Jung. Doch es ist tröstlich zu wissen, dass diese Familie nun zusammenruht. Für immer. Sie sind nun hallo, alle bei Ibe. Gott. Und ich? Das ist der Dude, den ich eben im Auto geknutscht habe. Ja. Mein heißes Schokomännchen. Ich weiß nicht, ob du das so sagen kannst. Ja. Das sollte ich vielleicht später piepsen.